So, der Workflow halt, in dem man Container-Images macht, der ist nochmal wichtig. Jetzt machen wir uns mal hier irgendwo einen Workspace. Und darin erzeugen wir jetzt einfach mal ein Verzeichnis und legen einen Docker-File an. So, das heißt also, wir haben hier, ihr seht im VI oder im Vim, VI Improved, haben wir ein Syntax-Highlighting für Docker-Files. Es gibt den VI übrigens auch den habe ich hier nicht installiert. Den gibt es halt auch als grafische Edition hier für macOS, da hieß er MacVim, gibt es aber auch für andere Betriebssysteme, auch für Linux und so weiter, ne? Da hieß er, glaube ich, GVim oder was auch immer da für Varianten, das noch alle rumfliegen. Aber hier, für so einfache Sachen reicht das ja aus. Ansonsten könnt ihr natürlich das Docker-File auch mit Visual Studio Code oder eurem Editor eurer Wahl bearbeiten, denn auch hier gibt es halt eben, wie ihr seht, ein Syntax-Highlighting. Es gibt da auch ein Docker-Plugin. Da seht ihr halt auch wieder so eine Art Übersicht. Aber ja, kann man machen. Muss man aber nicht. So, das heißt also, unser Docker-File schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben hier mit diesem From-Befehl geben wir das Basis-Image an, und zwar in einer konkreten Version. Hier die Version 31.1. Können wir uns mal kurz anschauen. Busybox Docker. Da sind wir auf dockerhub.com, also hub.docker.com. Das ist eine Container Registry, die auch für eingeschränkte Zwecke kostenlos ist. Zumindest war sie das mal. Da gab es vor kurzem auch eine Änderung. Die wollen da auch ein bisschen mehr Geld haben. Ist ja auch klar, ich meine, irgendwann ist das. Die meisten Anbieter haben ja so ein Freemium-Modell oder ein Open-Source-Modell, und dann bieten sie irgendwas kostenlos an, und ab einem bestimmten Zeitpunkt muss man halt dafür zahlen. Und während so Startup noch nach Aufmerksamkeit in der Technologie-Community giert, wird vieles kostenlos gemacht, man gewöhnt sich dann daran, und irgendwann kostet dann Geld, und dann sagt man, ja komm, 5 Euro im Monat kann ich schon dafür bezahlen, und so bezahlt man dann irgendwann. Fair enough. Die müssen ja auch ihre Rechnung bezahlen. So, hier sieht man jetzt zum Beispiel das Busybox Container Image, und dann schauen wir uns mal die verfügbaren Tags an. Geh weg. Und was haben wir hier für eine Version? Ach, das sind eher Namen als Versionen. Und da gibt es eine Referenz. Naja, gut, 1.32.1, ne? Nehmen wir mal das. Ah, da unten gibt es schon 1.33. Naja, gut, dann nehmen wir mal 1.33. Schauen wir mal, ach, unstable. Na, dann nehmen wir 1.32. Man könnte auch sagen, das wäre wahrscheinlich das Schlauere, gib mir einfach das Stable. Schlauer? Wer hat eine Idee? Ist das schlauer, die Version zu benutzen, oder ist es schlauer, das Stable zu verwenden? Ja, Sekunde, ihr müsst nochmal sagen, weil die Lautsprecher haben wieder geschlafen. Ich würde sagen, das kommt halt auf den Verwendungszweck an. Ja. Erläutere? Halt, wenn man in einer neueren Version halt eine Funktion nicht mehr vorhanden ist, die man eigentlich gerne benutzen würde, muss man halt eine ältere Version verwenden, und deswegen muss man dann halt die Versionsnummer angeben. Weil die Stable sind ja immer nur die neueste stabile Version. Kannst du dir ein Argument vorstellen, warum die Angabe der Version immer sinnvoller ist? Da wüsste ich jetzt gerade nichts. Explicitly declare an isolate dependency. A 12-Factor App never relies on implicit existence of system-wide packages. Naja, gut. Das kann man jetzt so interpretieren.
12-Factor-Apps also do not rely on the implicit existence of any system tools. Example, including the shell, shelling out to Image Magic or Curl. While these tools may exist on many or even most systems, there is no guarantee that they will exist on all systems where the app may run in the future, or whether the version found on the future system will be compatible with the app. If the app needs to shell out to a system tool, that tool should be vendored into the app. Ich sag mal jetzt, vielleicht gibt es dazu noch einen relevanteren Teil im 12-Factor-Manifest. Aber letztendlich, wenn wir ein eigenes Programm haben und das Programm hat eine Anforderung, wie zum Beispiel Curl, dann ist ja in der Variante des Basis-Images, Busybox, ist zum Beispiel eine bestimmte Version dieses Befehls enthalten. Wenn ich jetzt diesen Stable hier verwende, dann, was ich implizit tue, ist, ich toleriere dann Updates der Busybox, wann immer ich ein neues Container-Image ziehe. Das heißt also, wenn ich jetzt ein neues Container-Image mache, dann wird er automatisch eine neue Version von Busybox verwenden. Und wenn ich jetzt relativ verlässliche Integrationstests habe oder Unit-Tests, die meine Software testen, die auch abdecken, die Annahmen, die ich da drin mache, über die Tools, die im Basis-Image enthalten sind, dann kann ich das Stable stehen lassen, weil ich weiß ja, bevor ich mein Container-Image release, habe ich das ja ausführlich getestet. Dann würde ich es stehen lassen. Unter den Umständen, dass es ein bisschen komplexer ist, dass zum Beispiel, gerade wenn wir, sagen wir, ich kompiliere eine Datenbank und für diese Datenbank brauche ich eine Systembibliothek, die ich zum Beispiel mit einem apt-get-install installiere und ich wechsle jetzt die Basisversion des Betriebssystems, dann könnte es sein, dass zum Beispiel dieses Paket so nicht mehr existiert. Und dann bekomme ich Probleme. Das ist, wenn ihr zum Beispiel Versionsverwaltung macht für eure Programme, in Ruby zum Beispiel RubyGems oder was da in Java, was es da gibt, Cradle und wie die alle heißen, da wo ich im Grunde meine Paketabhängigkeiten definiere, gibt es dann auch oft die Möglichkeit, die Version explizit anzugeben oder implizit, indem man jetzt hier so ein Stable Tag verwendet. Und ich würde mal als generell sagen, wenn ihr die Version spezifiziert, dann seid ihr insofern auf Nummer sicher, dass ihr sagen könnt, wann immer ich dieses Docker-Image ausführe, wann immer ich dieses Docker-File ausführe, weil das File erzeugt mir ein Docker-Image. Wenn das Docker-Image mal erzeugt ist, mein Docker-Image erzeugt ist, auf meiner Registry liegt, dann ist auch das Docker-Image in der Version immer dort abrufbar, mit der Version von Busybox drin, die ich damals hatte, als ich das Ding erzeugt habe. Wenn ich jetzt aber auf die Idee komme, dieses Docker-Image nur leicht zu modifizieren, dann bekomme ich plötzlich eine neue Busybox-Version untergeschoben und bekomme eventuell viele Folgefehler. Dann muss ich zuerst mal dann nochmal suchen, rausfinden, was hat sich denn in den darunterliegenden Versionen geändert. Das können ja auch viele Versionen sein. Und dann wird eventuell ein kleiner Task in der Laufzeit der Entwicklung sehr viel unberechenbarer, weil ich keine gute Kontrolle darüber hatte, was ich mit dem Basis-Image machte. Und wenn ich da im Grunde nur eine kleine Änderung in meinem Docker-File machen wollte, habe damit aber große Änderungen in Basis-Images eingeladen, dann habe ich mir selber mit der Schrotflinte in den Fuß geschossen. Umgekehrt, wenn ich die Versionen allerdings festschreibe, dann könnte ich der Bequemlichkeit erliegen, immer mit dieser Version weiterzuarbeiten, weil ich mich damit ja eben nicht beschäftigen will, was ich tun muss, um auf die neueren Versionen zu aktualisieren. Was dazu führen könnte, dass langfristig meine Software auf alten Versionen vom Basis-Image zum Beispiel aufbauen, die aber zum Beispiel Sicherheitslücken enthalten. Beide Varianten haben also ihr Für und ihr Wider. Also stimme ich deiner ursprünglichen Aussage zu, es hängt davon ab, was ich möchte. Es hängt aber auch davon ab, wie ich organisiert bin und mit welchen Problemen, die daraus entstehen, ich besser und gut umgehen kann. Also, Knopf ins Ohr, so kriege ich immer die neueste Version. Bei Busybox zum Beispiel wird mir das jetzt nicht so viel Kopfzerbrechen bereiten, da ist ja auch nicht viel drin. Da habe ich ein paar GNU-Utils da irgendwie eingebaut und ich sag mal, deren Interface mit den Kommandozeilenoptionen, so, die sind ja recht stabil, da
würde ich jetzt einfach mal sagen, schreiben wir mal das Stable hin und schauen, was dabei rauskommt. Kurzer Exkurs. Ich hoffe, ihr wisst ihn zu schätzen. Ne? Weil das sind so die Kleinigkeiten, die es nachher dann auch ausmachen. So, stupid but funny können wir wegmachen. Wir haben das Container-Image erstellt. Und jetzt erzeugen wir das Container-Image mal in einer allerersten Version. So, Docker-Image. Ne? Also wir wollen jetzt das Subsystem ansprechen, das Images verwaltet. Wir wollen ein Container-Image erstellen. Und wir wollen das Container-Image taggen, und zwar mit dem Tag Hello Container World und in der Version 0.1.0. Und wir wollen das Docker-Image verarbeiten, oder wir wollen das lokale Dateisystem verarbeiten, und da wird er jetzt natürlich auch im Docker-File drin suchen. So, jetzt sehen wir hier, Docker-File wird geladen, Metadaten, naja, gut, unser Arbeitsverzeichnis ist /app, ja, haben wir hier angegeben. Und der Befehl, der beim Starten des Images anzugeben ist, ist einfach printf und hello world. Das heißt im Grunde so ähnlich wie das, was wir vorher gemacht haben, nur dass es jetzt in unserem Container-Image schon so beschrieben ist. Ich kann jetzt also docker-image-ls mal abrufen, welche Container-Images gibt es jetzt. Und ihr seht, naja, gut, das haben wir schon benutzt, das haben wir benutzt, das haben wir benutzt. Weil wir haben eben Docker neu installiert, war ja vorher noch nie was mit Docker gemacht worden. Und das ist das Container-Image, das wir jetzt erstellt haben. Der Unterschied zwischen denen ist, dass diese drei halt von der Docker-Registry kommen. Wir sehen zum Beispiel, dass das Docker-Image, das ich da verwendet habe, genau das nicht tut, was ich euch empfohlen habe, nämlich klein zu sein. Bin mir ziemlich sicher, da ist noch ein älteres Basis-Image drunter, das sehr ausladend ist. Naja, jetzt haben wir hier unser eigenes Image. Das ist natürlich auch nicht in einer Registry vertreten, aber wir können trotzdem damit umgehen, weil alles, was wir brauchen, ist ein lokales Image für unseren Zweck mit Docker. Starten wir jetzt. Ihr werdet jetzt nicht überrascht sein. Im Grunde ist der Container gestartet worden und der primäre Zweck dieses Container-Images besteht darin, das Startup-Kommando spezifizieren, sodass wir da beim Starten des Containers keins mehr angeben müssen. Wir könnten jetzt trotzdem ein Container-Image angeben, einen anderen Container-Befehl angeben. Der würde dann das angegebene Startkommando überschreiben und würde im Grunde das Container-Image, das wir erstellt haben, zwecklos machen. Aber ich will damit zum Ausdruck bringen, auch wenn ihr ein Container-Image erstellt habt, indem ihr Pakete und Programme installiert habt, könnt ihr Container starten mit einem abweichenden Container-Kommando, weil das an der Kommandozeile übergebene der Befehl Präzedenz hat. Nur mal kurz zusammenzufassen, wir haben hier uns jetzt mal angeschaut, wie man ein Container-Image erstellt. Wir erzeugen uns ein Arbeitsverzeichnis für das Container-Image. Wir erzeugen darin einen Docker-File. Wenn ich jetzt also zum Beispiel mal suche, ne, Docker-File Syntax, dann komme ich auf die Docker-Dokumentation und da werden auch sehr ausladend hier alle Befehle durchgesprochen, die ich verwenden kann. Ansonsten gibt es natürlich immer Stack Overflow. Könnt ihr mal googeln und cut and paste. Ja, die Stack Overflow-Informatiker dieser Welt. Dazu gehört ja jeder immer so ein bisschen, gerade wenn er was neu macht. Gibt also viel Hilfe dazu. Da braucht man nicht unbedingt viel Erfahrung, um was auf die Reihe zu kriegen. Am Anfang ist es natürlich immer, wie immer, ein bisschen mehr Aufwand. Man macht Fehler. Aber die Vorlesung hier hat ja den Sinn, zumindest mal die gröbsten, unintuitiven Dinge abzuhandeln, die es so gibt. Wie zum Beispiel, dass so ein Container, wenn man ihn mehrfach startet, immer neu erzeugt wird und dass dann Dateien darin verloren gehen. Das muss man am Anfang zuerst mal sacken lassen. Ist nicht kompliziert zu verstehen, aber das muss man sacken lassen. So, build and tag the container image from the Docker-File. Das haben wir ja auch gemacht. Also wir haben unser Container-Image erstellt. Wir haben lokal eben einen Namen gegeben und einen Tag.
und konnten es dann über diese Namen- und Tag-Kombination auch starten. Aber das heißt, wir könnten jetzt im Grunde genommen auch unser Docker-File verändern und können jetzt sagen, Hello World of Docker Containers. Und sagen jetzt einfach, ja, machen wir jetzt mal die Version 0.2 draus. Und wie ihr seht, funktioniert das dann ganz super. Man kann mehrere Tags haben zu einem Docker-Image. Ich persönlich würde natürlich empfehlen, dass ihr euch eure Docker-Files in ein Git-Repository steckt, also ein Versionskontrollsystem packt, sodass ihr da vielleicht auch Tags benutzt, die zu den resultierenden Images irgendwie korrespondieren, sodass halt das Git-Tag 020 zu dem Container-Image 020 passt zum Beispiel. Oder dass es zumindest irgendeinen Zusammenhang dazu gibt.